Beim mosthaarigen Distelberger ging die Fünfer-Session in die letzte Runde. Etwa 100 Besucherinnen und Besucher fanden sich im Innenhof des Vierkanters ein. Auf sie wartete regionaler Genuss untermalen von funkigem Jazz. Organisiert wurde das Programm von der Kulturabteilung mit Unterstützung des Stadtmarketing Amstetten. Auch die vergangenen Veranstaltungen der Konzertreihe blieben positiv in Erinnerung. Wir haben im Rahmen unserer Fünfer-Session bei 5 Veranstaltungen an die 500 Besucher gehabt. Das freut uns besonders. Wir haben Corona-bedingt immer auf 100 Leute beschränkt. Man sieht, es gibt zugewiesene Plätze und das hat wirklich bei jeder Veranstaltung super funktioniert. Darüber sind wir sehr dankbar und sind froh, dass wir jetzt mit diesen 5 Veranstaltungen einen tollen Konzertabschluss heute hier beim Distelberger finden. Die 5. und letzte Veranstaltung der Konzertreihe gestaltete die Band Jazz.at. A Tribute to Cannonball Adderley stand bei ihnen am Programm. Was die Zuschauer dabei genau erwartete, lässt sich aber nur schwer in Worte fassen. Schaut, das ist so wie ein Essen beschreiben. Das ist schwierig. Am besten anhören. Nein, es ist Soul Jazz. Soul Jazz. Also 1960er Jahre ungefähr. Genau, die Musik, was halt damals in Amerika gespielt wurde. Noch Bebop quasi. Die Musik war im Innenhof des Heurigen besonders stimmungsvoll. Umrahmt wurde der musikalische Genuss mit regionalen Speisen und Getränken aus dem Mostviertel. Dabei gab es neben der bewährten Bretteljausen auch ausgefallene Schmankerl. Ein Distelburger haben wir gerade. Ja, es ist ein Pulled Pork Burger, der halt unseren Namen ein bisschen mitträgt. Ein Gin Fizz Sorbet, ein hausgemachtes. Also wir versuchen wirklich was Gutes zu machen, das saisonal ist und regional. Und wenn sich das paart an so einem Abend mit musikalischen Genüssen, wenn man das mit Freunden erleben kann, dann ist das halt besonders schön. Der letzte Abend der Konzertreihe stellte sich als Erfolg heraus. In den letzten Wochen haben die Mostviertler Musikerinnen und Musiker bei der Veranstaltung der Fünfer-Session ihr Talent bewiesen. Zukunftsaussichten für eine Fortsetzung sind bereits in Überlegung. Wir haben einfach jetzt viele Chancen in Amstetten. Die Stadterneuerung bietet da einen Riesenrahmen. Ich glaube, wir haben eine tolle junge Musikszene in Amstetten. Wir haben eine Kreativszene. Wir sehen einfach, es entstehen momentan tolle Videos von jungen Musikern. Ich glaube, wir brauchen uns vor dem kulturellen Morgen nicht fürchten. Ich glaube, wir können uns auf neue Höhepunkte freuen. Und ich glaube, das ist ein guter Zwischenstep da jetzt heute. Und wir werden, glaube ich, in kultureller Hinsicht in Amstetten noch mehr erleben. Ja.